Was? Was? Wo kommt der jetzt her? Morgen, Jungs. Und Mädels. Und Mädels. Äffst du mich eigentlich nach? Ja, mach ich doch jedes Mal. Du Papagei. Heute eine random Map. Ja, ohne Intro. Mit der Tita? Alten Version. Tita. Was heißt mit der alten Version? Das ist die aktuellste the latest, Version. The latest version. Ja. Die 093. Ja, haben wir eine Zuschauerfrage? Nein, haben wir nicht, weil wer was? Ultramark LP alle vorgelesen hat im Livestream. Dom. Könnt ihr nochmal angucken. Genau. Deswegen haben wir jetzt keine mehr übrig und. 3 Stunden. Labern sinnloses Zeug während der Ladezeit. Schon passiert. So. Gut. Hier sind wir wieder in der Containment-Zelle. Hoffentlich sehen wir den mit der Maske mal wieder. Den haben wir nur einmal gesehen, ne? 0,35. Ja. 35 oder 35? 35, ne? 35. Definitiv 35. Und dann will ich mal hören, was der jetzt dann genau sagt. Jemand hat ja geschrieben, dass wir... Das ist der Aufzug. Dass wir die Glocke in den 914 reintun müssen. Und auf Rough stellen. Und auf Rough, dann wird irgendwas befreit. Der Ghost wird dann Ghost released. Meinst du, der ist dann gefährlich? Kann er uns dann physischen Schaden zufügen? Das gilt es herauszufinden, hätte ich gesagt. Das wäre cool. Steht er da? Ich glaube nicht. Glaub fast schon. Du kannst ihn ja auslocken. Ich glaube, er ist nicht drin. Gasmask. Schaut safe aus. So. Da ist aber drin. Ja. Man hört immer, in dem Moment, wo man dann in den roten Raum reingeht, das hat man das spawnt. Vorher habe ich da geblinzelt, da hat man nichts gehört. Hm. Rein. Ah, das ist gut. Da gibt es die Keycard auf der Level 2 und den Navigator. Klirr. Nö. Das passiert ja, glaube ich, egal, ob er drin ist oder nicht, ne? Dieses Klirren. Nicht immer? Also manchmal eine Probability. Das habe ich nicht gehört. So, war es bis jetzt eigentlich linear? Oder hätte ich noch woanders hingehen können? Keine Kreuzung. Das war ein bisschen Geräusch. Das war komisch. Auf jeden Fall. Da ist eine Sackgasse. Sah so aus. Raus. Bitten. Ne? Ja. Dann da rausführt, oder? Das ging nicht. Ging nicht, nee. Mythos. Zerstört. Zerstört, ja. Busted. Ja, lustig wäre, dann würden jetzt im Video so einen roten Stempel einblenden. Das war der andere Weg, den ich nicht gegangen bin. Oder? Nee, da kommst du her, oder? Nein, da geht's. Really? Das sieht doch nach Sackgasse aus. Kann ja. Genau, guck, ob die Karte und der Navigator noch da sind. Gucken. Ah. Okay. Wer hat die Orientierung?
Ja, aber wieso schaut es dann aus wie eine Sackgasse auf dem Navigator? Vielleicht macht er am Rand immer eine Linie drauf. Ist das ein Bug? Zufall, Glück, nee, Wunder? Nee, ein Feature. So, wo geht's jetzt hin? Im unerforschtes Gebiet. Da war er wohl nicht. Wo ist er? Der Knopf. Warte mal, aber da ist doch dann der, wo wir herkommen, oder? Das war das andere jetzt gerade eben. Jetzt ist es das oder was? Nee, also laut Navigator waren wir hier noch nicht. Ah ja, okay. Der ist zufällig auch so aufgebaut. Ja. Vorhin. Was soll denn das eigentlich für ein Geräusch sein? Da ist er ja. Macht doch nix. Für einen kurzen Moment dachte ich jetzt. Oh. Das ist gut, das ist gut. Heute geht B ohne Speichern. So. First Aid. Die Karten. Ich weiß nicht, First Aid. Die Karten, ja. Erstmal die Karten. Und den da hier. Wow, dreimal getroffen. Das sind meine Aim-Skills von Battlefield. Glaubst du, dass der Raum immer höher wurde? Wie der Version? Wieso, wer sagt das? Da hat doch im Livestream irgendwer gesagt. Hat gesagt, dass der mit jeder neuen Version größer wird. Also ich kann mir vorstellen, dass er einmal tiefer war, die Decke. Und dann mit irgendeiner Version halt auf einmal höher war. Aber ich glaube nicht, dass jeder Version einfach. Das kann ich jetzt nicht so beurteilen. Den Navi Alti Hammer, aber die Gasmaske brauchen wir noch. Mir ist nur einmal aufgefallen, dass es höher war, aber das ist jedes Mal. Weiß ich nicht. Kann durchaus sein. Vielleicht ein paar Pixel. Naja, Pixel ist dumm gesagt, aber. Das gibt keinen Sinn. Wieso? Wieso sollte das jedes Mal ein paar Pixel höher machen? Gefällt ihm nicht mehr. Und der will was in den Changelog schreiben. Warum steht er eben nicht im Changelog? Also? Ja, vielleicht schreibt er nur several Bugfixes. Nein, das macht auch keinen Sinn. So, jetzt müssen wir nach rechts. What the fuck? Halt da. So, da war dann von vorhin noch. Aber das. Was ist da rechts? Notenblatt? Ja, Notenblatt. Immer noch nicht rein. Hätte ich auch gesagt. Das ist erst langweilig. Sehen wir schon. So, aber ich mache jetzt. Oder das Blut. Also da, wo das Blut ist, da kommen wir her. Na? Okay. Braucht man nichts zu legen. Obwohl. Dann sollen wir an die Brücke einfach. So, also da wissen wir jetzt, dass da eine Sackgasse ist. Und das schaut noch interessant aus, weil da sind lauter solche Sackgassen. Mhm. Da könnte etwas Wichtiges dabei sein. Flatsch. So, sehr schön. Ach der Mann, da toll, wieder so ein Scheißraum. Jetzt noch so ein Raum und dann. Geht's noch weiter? Das ist eine scheiß random Map. Ja, das sind aber noch andere Sackgassen da. Ja, aber theoretisch aus dieser Zone brauchen wir nichts mehr. Oh, da ist offen. Was? Das ist der Raum, den du so magst. Ach. Hey, echt? Ja. Ah ja. So. Das ist komisch. Dann ist Stamina mal ein bisschen regeneraten lassen. Hast du dieses dumpfe Geräusch?
Hä? Wollte der das nicht fixen? Na, guck halt mal, was passiert. Ja, da ist bestimmt wieder schwarz dahinter. Hä? Heavy Containment? Hä? The fuck? Why? Was zur Hölle? Gibt's jetzt so verschiedene? Ne, ich hab vorhin. Ich hab vorhin irgendwie den Map Creator umgespielt. Kann ich mal erwähnen. Da gibt's einen Checkpoint für Light zu Heavy Containment und einen für Heavy Containment zu Entrance Zone. Was anderes gibt's nicht. Also muss man wahrscheinlich jetzt immer diesen Code angeben. Ist was drin? Glaube nicht. Wir wollen es gar nicht wissen. Das hat mich jetzt etwas verwirrt. Ja, wo sollen wir jetzt den Code herbekommen? Nee, ich glaube, das war einfach der falsche Weg. Verstehst du? Das war fake. Ja, aber wie gesagt, es gibt nur ein... Im Map Creator nur ein Feld. Ja, aber auf dem Navigator hast du auch gesehen, dass dahinter, dass es da nicht weiterging. Ja, und wer sagt uns, dass mit dem anderen Checkpoint jetzt nicht so ein Feld ist? So ein Tastenfeld? Ja, das glaube ich nicht. Oder ist es vielleicht so ein Event, was man einstellen kann? Das kann natürlich sein. So. Ja. Ah ja, das ist dann wahrscheinlich ein Event. Sieht irgendwie anders aus, oder? Der Boden ist irgendwie grauer. Davor war der braun. Was? Nicht? Weiß ich nicht. Da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Ah, das kommt immer in dieser Viererkreuzung. Sau assi ein. Ja, erstmal gucken. Glocke. Das ist die Glocke. You say so? Ja, die müsste jetzt kommen. Oder? Also irgendwie muss sie doch da sein. Das ist eine Viererkreuz, dann kommt das aber nicht. Die Glocke ist so ein T-Kreuz. Oh! Wir müssen diesmal anders machen, oder? Letztes Mal haben wir ihn getötet. Ja, und dann haben wir ihn aber doch gehen lassen. Das war dieser Cut von dem Video. Sorry, das machen wir jetzt wieder, oder? Ja, wir haben eine Viertelstunde. Oh, jetzt hören wir mal zu, was er sagt. Alter. Oh, thank God. Someone actually found me. I thought I was done for a moment there. I can get us both safely to the surface. Just find the control panel in there and open the chamber doors for me. Machen wir diesmal gleich, oder? Die Doors openen? Obwohl. Ich glaube, wenn er so freundlich spricht, dann ist er böse. Und wenn er so eine komische, tiefe Stimme hat, dann hilft er uns. Aber wir haben ja das letzte Mal den vergast, jetzt machen wir es einfach mal nicht. Was ist das schon wieder? Ich weiß nicht, ob ich dem trauen soll. Ein sehr interessanter Raum auf jeden Fall. Meinst du, der greift uns an? Ja, glaube ich nicht. Das wäre voll schlimm. Mach jetzt mal auf, komm. Ja, ist ja schon gesehen. SCP 500. Das kann man wiederholen, finde ich genial. Richtig geil. Oh, Alter. Oh. Wow. Was ist das? 35. Das ist Addendum. Und ich dachte, wir haben schon alles gesehen, du. Und Addendum, was sagt er? You see, you can trust me. Now please, just hurry and open the door.
warte doch mal. Ich soll jetzt. Ja, was ist denn in der Kiste da? Welche Kiste? Da links eine Kiste. Aber die nicht? Achso. Nein. Okay. Achso, der Türschalter, okay, sorry. So, Door open. SCP-079 has taken control of the facility's systems, including the door system. Your best bet is to appeal to it somehow. Hopefully you can come to a compromise. However, it does not control the warheads, which you should disable remotely in the event that something goes wrong. Okay, der Tipps gegeben, aber das letzte Mal, als wir den vergast haben, hat er gesagt, dass wir irgendwas mit SCP... Zero-One-Two oder so. Ja, dann sagt er hier, das, was nützlich ist, und das andere ist ja ist nicht nützlich, sondern halt ja, eigentlich gefährlich für uns. Ja. Kommen wir da rein? Ja, toll, wir haben doch auch, eigentlich haben wir doch aufgemacht. Aha. Weil die Maske ist ja nicht mehr drin. Ah, da ist ein Loch in der Wand. Oh, oh. Gott. Jetzt spricht er da genau. Aber warum ist. Warum ist. Mann, das ist ein Ekel. Teufel! Was ist das? Das denn? Was ist das? War das ein Tentakel? Ja, das ist doch noch da. Das schwingt läuft noch. Oder? Das, ich sehe es nicht. Das ist ein Tentakel oder sowas? Das ist ja assi. Ich wollte gerade fragen, warum der Raum so eklig versifft ist. Alter! Oh, noch einer! Alter, oder ist der so lang? Nee, das sind jetzt zwei. Alter, der tötet uns. Was sagst du? Das tötet uns. Ich weiß nicht, soll ich mal speichern? Ja. Ich will da eigentlich reingehen jetzt. Versuche aber auszuweichen. Ja, wie denn? Wenn ich kann nicht rechts rumgehen und links rum, da steht der andere auch. Vielleicht ist er erst so leicht links. Aber ich will da geradeaus durchgehen, durch die Wand, wo der andere ja, reingekommen ist. Durchrennen. Jetzt ist er weg, da rechts. Ah, scheiße. Boah, Alter, wir leben noch, Alter. Nee. Ja, da unten am Boden ist irgendwas. Da war dieses Handsymbol. Die müssen schnell genug sein, weil die kamen ja erst von der Tentakel. Large, highly active, tentacle-like appendages. Wow, dieser Raum. Ja. Hatten wir auch noch nicht. Das obere. Ne, das untere. Wir haben ja schon März. Ja, das ist richtig. Das hatten wir auch noch nicht. Tentakelmonster. Das ist aber keine SCP, oder? Das ist Hentai. Ja, jetzt sind die immer noch da. Ah, du kannst die Pille dann kurz nehmen, ne? Wenn du hinten in deiner Ecke bist, dann. Stimmt, und ich habe auch noch die Bottle. Ja, die. Ja, meinst du, da in der Ecke bin ich safe? Weiß ich nicht, können wir mal probieren. Okay, in der Ecke bin ich safe. Und bist du in der anderen auch safe? So, also siehst du, da liegt irgendwas bei dem. Ah, aber da kommen wir nie hin. Ja, das also zweimal darf ich, glaube ich, getroffen haben, beim dritten Mal. Ah, das ist ein Radiotransceiver, oder? Oh, das ist ein Aufnahmegerät. Nee, doch. Radio-Transceiver. Neue Radio-Transceiver. Jetzt guck mal in das Loch, was da ist. Das ist nichts Besonderes, oder? Das ist nur ein Loch. Ah, oh, du blutest. Haben die Pille vielleicht auch gleich, oder? Metal Panel. Das habe ich mal im Forum gesehen. Als Item. Metallplatte. Was macht das? Weiß ich nicht. Schützt mich das? Nee. Hä, was ist jetzt? Was macht er, wenn du das auslöst? Gar nichts. Wenn du die Gasmaske, die ist ja dann hier so fett ja, gemacht. Cool on. Aber da passiert einfach gar nichts. Hast du dieses Gefühl? Okay. Oh, voll assi, Alter. Oh, was ist? Dein Herz. Du bist in dem Raum, bist du kaputt. Was ist so? Was passiert denn? Keine Ahnung, Mann. Alter Vater.
Nimm die Pille mal. Was war jetzt in dem Loch drin? Nix. Nee, ich glaub nicht. Guck, da kann man da die Metallplatte einsetzen. Da ist doch irgendwas. Ja, da ist die Metallplatte rausgefallen. Die sollen wir wahrscheinlich einsetzen. Das ist nur das, wo sie herkommt wahrscheinlich. Oder? Da würde die wahrscheinlich rausgefallen sein. Was bringt denn das Ding? Du kannst es ja nicht mal nehmen. Ja, wieso wird dieses Gelaber hier drin immer lauter? Ja, wieso ist der ganze Raum so zugesifft? Das ist schon die erste Frage, die man sich mir stellt. Boah, geh da raus, Mann. Das ist ja voll der Psycho-Terror. Ich will aber wissen, was da passiert. Wenn man jetzt hier das Trommelfell raus und es noch lauter wird. Ein bisschen leiser. Was ist denn das für ein Team? Vielleicht besteht es vielleicht in irgendeinem Addendum, das die Räume so kaputt macht? Ja, was hat denn da gegen die Wand geschlagen, dass da eine Metallplatte rausfällt? Sehr viele Agenten. Das ist die Mozart in der Welt. Die kann mehr sein. Was war das? Das war auf dem letzten Zitat. Den haben wir nicht gehört. Den haben wir nicht gehört, weil das so laut war. Okay. Würde ich jetzt mal sagen. Ja, prima. Meinst du, wir schaffen es da raus? Feeling weak from the blood loss. Haben wir noch was zu nehmen? Viel später. Much better. Much better. So. Das ist doch schon mal was. Das ist gut. Also wir müssen da rein, um den einen seinen Code mit T rauszufinden. Ja. Mit jetzt eine Metallplatte. Die sollen wir vielleicht nehmen, oder ich weiß nicht, was die bringt. Achso, die haben wir jetzt nicht mehr. Ah doch, hä? Die habe ich ja vorhin. Achso, ja, du bist gestorben. Ja. Okay. Hast du ja nicht geloadet. Was ist denn das wieder? Jetzt blutest du doch, oder was? Ich weiß nicht. Und da geht's da bergab? Bergab, ja. Hilfe? Sie ist jetzt gedreht. Keine Ahnung, es sieht doch aus, wie als ob es runter geht. Jetzt geht es wieder hoch. Komm ich von daher. Hä? Oh Gott. Hilfe. Geht es da runter oder hoch? Sieht aus wie hoch. Finde ich. Das aber auch. Nee, das sieht. Ich weiß nicht. Geht auch mal an. Voll verzerrt, ey. Was ist denn jetzt los? Bist du tot? Nein, ich sehe den Boden noch. Yeah! Warte, ist das gut? Nee, ist nicht gut, ne? Das weiß ich nicht. Da gibt es diesen Gefängnis, glaube ich. Ich glaube, ich finde die immer noch gut. Voll paranormal, ey. Ich mag die Pokéter Menschen nicht. Ja, ich glaube, ich sterbe. Am Bloodloss. Sollen wir nochmal laden, oder? Ja, aber nicht mehr in dieser Episode. Glaube ich. Das hat keinen Sinn mehr. Okay. Suicide, Motherfucker! Yeah. Ja, gestorben wäre ich jetzt sowieso am Bloodloss. Ja.
Okay, das war's. Aber ich hätte gesagt, den Spielstand, den spielen wir nochmal weiter. Yes. Weil jetzt haben wir den quasi freigelassen. Wir müssen dann, nachdem wir laden, wieder da reingehen, das Metal Plate holen. Gegebenenfalls heilen mit dem SCP 500 mit der Pille und dann wieder raus. Das ist der Plan. Und dann schauen wir, dass wir weiterkommen. Die Glocke müssen wir in 914 hauen, wenn wir Ja, sie gefunden haben wir haben. auch noch nicht gemacht, genau. Und Aber man dann. kann sagen, wir haben schon mal wieder was Neues gesehen, auf jeden Fall. Ja, Das war etwas Paranormales. richtig paranormal. Das war äußerst komisch. Aber ich glaube nicht, dass es ein SCP war. Weil in dem Cause of Death stand ja, dass wir von irgendwelchen tentakelartigen Dingern totgeschlagen wurden. Und wenn Ja, die es wird. das, wenn es ein SCP wäre und in dieser Facility wäre, dann müsste es ja eigentlich bekannt Ja, sein. müsste auch irgendwo auf dem Zettel stehen oder so, ein Schild an der Tür sein. Ja. Das war ja scheinbar nicht bekannt, eine unbekannte, kann man sagen, Struktur. So wie die Ente. Stimmt, die Ente ist ja auch kein SCP in dem Sinne. Das finde ich komisch eigentlich. Ja, andererseits ist es gut, dass er nicht nur sein Spiel komplett auf dieser Foundation aufbaut, sondern auch eigene Sachen mit reinbringt. Und trotzdem von den Eigenschaften her können sie die Ente ein SCP sein. Komm, wir legen einfach eine Seite an. Mit der Class Safe. Also sie macht ja nichts, außer macht, dass sie düdüdüdü und ein paar Türen zumacht. So schreiben wir es in die Beschreibung. Sie macht Dann die Noten können ihr doch in einer Notenzeile dann. Dreivierteltakt. Die Violinschlüssel. Ja, gut. Dann war's es. Danke fürs Zuschauen. Ja, wie immer, subscriben, liken und Hashtag Zuschauerfragen stellen. Hashtag Zuschauerfragen stellen und teilen. Teilen? Also willst du wirklich so viel verlangen von Zuschauern? Ja, es wäre natürlich klasse. Es wäre klasse, aber. Ist okay. Hast eine gute Idee gehabt, Fred. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.